Tomorrow Corporation präsentiert Little Inferno. Hallo, my ladies and gentlemen, hier ein Spiel, nämlich Little Inferno. Ein tolles Spiel, habe ich gehört, ich habe es noch nie gespielt. Aber es soll anscheinend genial sein, auch wenn es schon ein Stückchen älter ist als andere. Und bekommen wir schon den ersten Brief? Gratulation! Zum Beispiel ist mir weit deines brandneuen Little Inferno Entertainment Fireplace. Wir haben jeden Kamin in Liebe gefertigt, um dein Zuhause zu wärmen und dein Herz. Hat dich warm da drin. Wie! In Liebe, Miss Nancy! Oh Gott. Na gut, dann fangen wir mal an mit den AGBs. Die liest keiner, also kann man sie gerade so gut verbrennen, würde ich sagen, wie es aussieht. Ja, jetzt noch ein bisschen kleiner. Den Brief oben drauf, den brauche ich auch nicht mehr und zünden wir den an. All unsere Sachen verbrennen wir jetzt und bekommen sogar noch Geld dafür über. Oh, ein neuer Brief und? Von wem wohl? Ach du meine Güte, hast du bereits all deine Sachen verbrannt? Das ist okay, du kannst immer mehr kaufen mit deinem brandneuen Katalog. In Liebe, Miss Nancy. Du bekommst deinen Katalog. Oh yeah. Und dann kaufen wir gleich mal ein Little Inferno Sammlerposter und einen Maiskolben und Buchstabenklötze. Oh yeah. Oh, da gibt's noch mehr, das kann ich mir im Moment nicht leisten, also müssen wir hier warten, bis wir das bekommen. Aufstellen schön. Der Maiskolben kommt in diese Ecke und natürlich Klötze. Mal gucken, ob ich damit ein Wort schreiben kann. S-R-T. H. Ja, da habe ich eine Idee. Mal gucken, ob ich das einfach hinkriege hier. Okay, es ist nicht so einfach, wie ich dachte. So in den Ecken. In den Ecken. Irgendwie will das S nicht in den Ecken. Okay. Okay. Ja, geh da mal in den Ecken. Na, lassen wir es lieber. Sehr. Oh, jetzt hab ich's verraten. Ah, das wird mir das nächste Mal nicht passieren. Komm schon. Komm schon. Ja. 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 Ah, in den Ecken! Okay, lassen wir das wirklich. Ah, okay, ja, ich gib's auf. Sehr. Wie cool. Zünden wir die Scheiße an. Oi, Popcorn. Ich mag Popcorn. Sehr. Yeah, und ich krieg mehr Cash. Das ist ein bisschen seltsam, da ich Dinge kaufe, die verbrenne und dafür mehr Geld bekomme, um neue Dinge zu kaufen. Aber was soll's, ist ja nur ein Spiel. Ja, yeah. Ein Feuer. Hui. Dann löschen wir das mal. So, Feuer löschen und in den Katalog. Gut, ich glaube, ich kaufe mir noch ein paar Bauklötze, denn ich will nachher noch einen Satz schreiben. Und ja, ein Wecker. Und eine Kreditkarte. Nicht meine Kreditkarte. Und ein kaputter Magnet. Wie auch immer ein Magnet kaputt sein kann, was soll's. So, ein Wecker hinstellen, die Ecke. Karte in der Mitte. Der Magnet braucht noch ein bisschen, bis er hier ist. Ja, das Magnet in... Ja, die Ecke. Hopp. Eine Spinne getötet. Wecker angezündet. Na komm schon. Oh, der klingelt. Das war zu erwarten. Was macht die Kreditkarte? Und die Kreditkarte haut Geld raus. Das Geld brennt lichterloh. Der Magnet kommt auch ins Feuer und der Magnet macht genau gar nichts. Das muss ich nachher nochmal ausprobieren irgendwie. Glaube ich nicht, dass er... Ein kaputter Magnet einfach gar nichts tut. Irgendwie wäre das doch voll langweilig hier. Also, kaufen wir uns noch einen Magnet. Und... Ah, mein Briefkasten ist voll. Oh, das machst du so gut! Aber keine Sorge! Little Inferno ist nicht wie alle anderen Spiele! Es gibt keine Punkte, es gibt keine Bewertung, es gibt kein Zeitlimit. Mach einfach nur ein schönes Feuer! Und halt dich warm, läuft das High Definition Entertainment Produkt. Aber das kannst du nicht ewig machen, alles hat ein Ende. Halt dich warm, Miss Nancy. Na, weg damit. Nächster Brief. Hallo? Ist da wer? Du kennst mich nicht, aber ich dachte, ich sollte dir sagen, es ist so kalt draußen. Ich bin ganz angekuschelt von meinem Little Inferno Entertainment Fireplace. Es ist so angenehm warm, ich könnte für immer hierbleiben. Wie eine Made im Fettpolster, also ich meine im Fett, Made im Speck von Sugar Plums. PS, das ist für dich.
Ein Foto von jemandem! Weg damit! Brauchen wir doch nicht. Also, weiter geht's mit meinem Plan. Ein Magnet. Momentan nichts Metallisches. Haben wir da was? Nee. Machen wir lieber zuerst mal mein erstes Projekt mit den Bauklassen, mein Bauprojekt fertig. Also, ich schreibe jetzt was. Ich hoffe, die Buchstaben reichen. Ich glaube zwar ja nicht. Aber der erste von euch, der herausfindet, was ich schreibe, hat einfach gewonnen. Denkst du ja, ich mache hier einen Verkauf, Dingsbums, irgendwas? So ein Gewinnspiel oder so? Nee, mach ich nicht. Kannst du vergessen. Aber wenn ihr mit Kollegen dieses Video schaut, ihr könnt ja raten, was ich schreibe. Und der am Schluss am nächsten oder am schnellsten die richtige Lösung gehabt hat, der hat natürlich gewonnen. Und ja, da das Bauen ziemlich lange geht, würde ich sagen, ich beschleunige das jetzt ein wenig. Wenn ihr unbedingt wissen wollt, welches Wort Valerie schreibt oder wie die Geschichte mit Sugar Plums und der Miss Nancy weitergeht, dann schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Little Inferno. Schreibt in die Kommentare, welche Worte oder Sätze des ihr vermutet, die ich schreibe. Vielleicht gewinnt ja jemand von euch. Nichts.